Die Bitcoins sind für viele ein heißes Thema und wir wollen uns das gerade mal angucken, denn im Moment finde ich die Situation gar nicht so unattraktiv. Was wir hier sehen, ist nicht so schlecht aktuell. Nämlich, wir haben den deutlichen Anstieg, der ist ja für viele das Ikonische eigentlich an den Bitcoins, dass der Markt eben ja innerhalb von wenigen Tagen, wenn man sich überlegt, im September stand man noch bei 10.000 in etwa. Also, wir hatten im November oder Anfang Dezember standen wir bei 20.000 und kurze Zeit später schon bei 40, also verdoppelt innerhalb von wenigen Tagen. Allerdings auch wieder ein Drittel oder wie viel auch immer, 25% wieder abgegeben hier. Also, das ist schon eine ganze Menge zwischenzeitlich, erholt allerdings wieder. Ihr seht, welche heftige Bewegungen es gibt. So, die Frage, die sich jetzt dann anschließt, ist: Was soll denn das Ganze jetzt? Müssen wir mit mehr hier nach unten rechnen oder sollten wir nicht eigentlich eher davon ausgehen, dass es steigt? Ich weiß, dass viele ganz anders argumentieren und sagen, das ist ein knappes Gut, der Kurs muss nach oben gehen und ich kann dieser Argumentation durchaus folgen, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere doch lieber wissen würde, geht es nochmal runter, sprich, soll ich meine aktuellen Positionen einfach trotzdem behalten? Kann ich mir das auch erlauben, gegebenenfalls, je nachdem, welche Handelsinstrumente ihr diesbezüglich dann eben auch handelt? Oder frisst mir das zu viel Kapital jetzt erstmal weg? Oder kann ich die Abwärtsseite vielleicht, wenn sie denn aktuell überhaupt relevant sein sollte, kann ich das nutzen? Und kann ich dann einsteigen, habe ich nachher wieder eine gute Hoffnung nach oben? Das wollte ich mir mal angucken mit euch und deshalb dieses Video. Tatsächlich bin ich ganz guter Meinung, dass der Kurs nach oben recht realistische Chancen hat, einfach im Sinne dieser Aufwärtsbewegung. Wir sehen, dass auch die typischen klassischen, ich weiß, dass viele eben ja anders argumentieren, aber die klassischen charttechnischen Argumente, nämlich eine Schubbewegung in die eine A, B, C in die andere und dass anschließend in etwa das nochmal passiert oder sogar mehr. Wir wissen, dass es ja nur für den Zigzagfall eine 100% sein sollte, also dass das auch hier offensichtlich nicht untypisch zu sein scheint. Also für all diejenigen, die sagen, das taugt doch alles nichts, das ist doch fundamental. Naja, aber wir können Quantifizierbarkeit halt auch hiermit erreichen. Wir können ganz relativ leicht das nachvollziehen, dieses typische Verhalten. Jetzt ist der Markt hier schon sehr weit gestiegen. Das heißt nicht, dass das das Ende des Anstiegs sein sollte, aber der Markt liebt natürlich auch mal Rücksetzer. Das können kleine sein, beispielsweise wie wir das hier haben. Das können auch mal größere sein oder noch größere Bewegungen. Alles kein Drama. Allerdings, wenn jemand hier bei 20 gekauft hat und zwischendurch sich bei 3.000 wiederfindet, dann ist das eventuell zu Hause dann doch ein Drama und deshalb wichtig, das im Auge zu behalten. So, jetzt gucken wir uns mal diese Korrektur, die jetzt hier vielleicht ansteht, aber sich ja zumindest mal angedeutet hat, ein bisschen genauer an. Und dann sehen wir, dass wir hier zumindest schon mal sehr, sehr deutlich, sehr zügig nach unten gelaufen sind. Fast einförmig. Ja, hier ist so ein kleiner Knick in der Mitte und der macht mir so ein bisschen Sorge. Allerdings aufgrund der sehr unausgeglichenen Geometrie würde ich das Ganze nicht dreiwellig jetzt hier auffassen wollen, sondern gehe wahrscheinlich eher davon aus, dass es entweder, naja, Auge zu und durch, der doch eine Abwärtsbewegung ist, die steil ist, oder irgendwas, was dann hier so im kleineren internen dann diesen Fünffäller dann ausmacht. Das ist einfach aufgrund dieser Symmetrie, die da ist. Aber selbst dann ist es noch fraglich, geht es dann weiter nach oben direkt? Denn klassischerweise würde man eigentlich eher sagen, Mensch, das ist doch zu steil eigentlich für eine Abwärtsbewegung. Jetzt hatten wir solche Bewegungen häufiger mal hier, wo es einfach mal kurz zurückgekommen ist. Da haben wir jetzt gar nicht so viel mehr. Doch da hatten wir noch mal so ein Beispiel. Und anschließend ist der Kurs weiter nach oben gelaufen. Also ausschließen können wir das nicht, auch wenn das nicht das ganz typische Verhalten ist, sondern eigentlich nach so einem recht zügigen Abwärtsmarsch der Kurs eigentlich sehr gerne erst noch mal so eine Gegenbewegung macht, nochmal einmal runterkommt und dann erst nach oben. Also ihr seht, ich bin durchaus übergeordnet weiterhin auf der auf der bullischen Seite. Da finde ich jetzt auch gar nicht so viel gegen zu sagen. Wir sollten aber das noch im Plan haben, dass solche eine Bewegung, also so was wir hier haben, nochmal, dass uns das nicht wirklich wundert. Umgekehrt, hier habe ich gerade sehr positiv gesprochen, guckt mal so Rücksetzer und dann schießt der Markt doch. Auf der anderen Seite sehen wir, dass aber die Rücksetzerniveaus auch durchaus bei den Bitcoins sehr weit laufen können. Also wir sehen hier, dass wir zwar immer noch nicht bis auf den Ausgangspunkt, aber deutlich unter die 80er Marke hier gefallen sind. Wem das jetzt komisch vorkommt, das ist aufgrund der heftigen Bewegung ein logarithmischer Chart, kein linearer. Dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus, wenn wir uns das hier angucken, hier parallel jetzt hier in diesem Chartabschnitt. Seht ihr, natürlich gehen wir da auch deutlich unter die 70er Marke, aber dann sieht das ein bisschen anders aus von den Verhältnissen.
Was können wir denn jetzt aus dem Aktuellen hier herauslesen? Wie sieht es denn da aus? Einerseits gar nicht mal so schlecht, denn wir sind tatsächlich wieder in unserer typisch dynamischen Manier hier nach oben unterwegs, A, B, C hier runter. Und das gibt uns zumindest nochmal einen ganz guten Ansatz, dass dieses zweite nochmal kommt. Wir erinnern uns, das, was vorne kommt, sollte doch mindestens nochmal hier kommen, mit Chancen sogar auf mehr. Und das wird jetzt das Spannende sein. Bekommen wir etwas, was einigermaßen abgeschlossen bis dahin geht? Also so aussieht. Da kann man natürlich auch noch mal gucken, gibt es da irgendwelche Levels, Fibonacci-Marken. Ich möchte nicht so super viel über Fibonacci jetzt hier reden in dieser Stelle, aber das sind halt Hilfsmittel. Es ist nicht mehr, es ist keine Garantie. Ah, guck mal, da liegen zwei Marken, da muss der Markt auf jeden Fall abprallen. Aber ich sag mal, ungefähr hier, was ist das für ein Bereich bei 37.700 in etwa oder noch mal bei 39.400, 500 in etwa hier jetzt. Da werden einige Marktteilnehmer mal gucken, ah, kommt da nicht doch der Dreh? Ich würde sogar eher auf diese Marke hier zielen und gar nicht mehr so sehr auf diese da oben. Aber beides geht. Jetzt machen wir noch die Symmetrie dazu, dann haben wir das noch perfekt und haben sogar eine richtig ordentliche Analyse hier gemacht in diesem Fall. Und dann sehen wir, ja, das ist so ein bisschen halbwegs in der Mitte. Aber ich sag mal, irgendwo in diese Zone hier reingehen, das wäre eigentlich noch was. Und da wird sich dann entscheiden, kommt der Kurs da massiv in Schwierigkeiten, dann würde ich tatsächlich sogar dieses Bild hier nochmal ansteuern und sagen, das ist nicht unrealistisch. Das klingt jetzt erstmal doof, um Himmels Willen, mal eben 10.000 runter oder noch mehr. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Verhältnis des Gesamtkonzerts ist das ein Non-Event mehr oder weniger und würde dann ja auch wieder eigentlich, wenn dann der Markt wieder nach oben geht, spätestens mit Trigger dieser Zwischenhochs, das ist noch ein bisschen arg weit, oder aber wenn wir hier auf den kleineren Ebenen dann wieder Wackelei kriegen, die Möglichkeit, dass wir hier nach oben gehen. Ihr seht also, kurzzeitig ist ein Long absolut realistisch. Zumindest ist das, was wir bisher hier auf der Abwärtsseite haben. Also wenn wir das hier mal in diesem Bereich hier uns mal angucken, das hier und jetzt aktuell das als bisschen ab, das ist alles keine richtige Abwärtsbewegung. Guckt mal, die Gegenbewegung hier, guckt die Gegenbewegung hier, das ist alles kursüberschneidend. Das sieht nicht danach aus, als ob abwärts aktuell die präferierte Richtung ist. Das würde zumindest mal für die Aufwärtsrichtung sprechen. So, abschließend jetzt noch ein Wort dazu. Wie sicher ist denn das Ganze? Das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Es ist natürlich nur ein Messen, wie geht es typischerweise am Markt und ob das jetzt typisch hier auch passiert, das wissen wir nicht. Wir haben aber dann die Möglichkeit, entsprechend unsere Stop-Marken zu setzen. Das heißt eben nicht enttäuscht zu sein, wenn der Kurs, wenn er denn fällt, nochmal bis hier runter geht. Wem das zu weit ist, der sollte stoppen und sagen, ich gehe später wieder rein. Wenn der Markt sich wieder erholt, dann sitze ich das Ganze nicht aus. Umgekehrt, wer jetzt hier die Long-Seite mitnimmt, der muss damit rechnen, dass der Kurs hier irgendwo ermüdet, sollte also dann sagen, hey, wenn es dann weiterläuft, ist doch super, dann ziehe ich hier halt meinen Stop hinterher und kann dann sagen, was soll dann schon passieren, wenn ich hier irgendeine Trailing-Komponente hinten dran ziehe. Von mir aus nicht unbedingt auf 15 Minuten, vielleicht ist das eine Stufe zu eng, aber dass ich sage, okay, wenn wir dann einfach den nächsten Run haben, dann bleibe ich da einfach mal drin. Tageschart, 4-Stunden-Chart, sucht euch das raus, wie es für euch passt. Geht nicht davon aus, dass jeder Trade positiv ist, geht auch nicht davon aus, dass jeder Stop euch immer ideal drin lässt, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ihr auf diese Art und Weise viele schöne Segmente damit rausnehmen könnt. Für den Fall, dass ihr solche Situationen fürchtet, dass der Markt mal eben schnell von 40.000 bis auf möglicherweise hier 2000, nein, Entschuldigung, im Himmels Willen nicht ganz so viel, aber auf 26.000, aber auch fast eine Halbierung wieder runtergeht. In diesem Sinne, mit diesem Ansatz euch jetzt erstmal alles Gute. Wer solche Analysen, solche Überlegungen regelmäßig mitbekommen will, auf Smartphone gesendet zum Beispiel, der sollte sich unbedingt für Born for Trading anmelden. Oder wenn es auch Trades gibt, die wir daraus nennen können, beispielsweise unseren Trade des Tages, meldet euch an, dann kriegt ihr die Nachricht dazu und habt dann unsere konkreten Ein- und Ausstiegsmarken mit unseren Trading-Ideen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.